Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute bin ich hier in Wittenberg, Hochheide. Und gerade eben wollte ich von der 911 in die 926 umsteigen, um weiter in die Duisburger Innenstadt zu fahren. Und was ist passiert? Auf Höhe da ist schon Probleme gemacht. Hochheide, der Bus hat die 911 in die 926 überholt. Und dann habe ich dann die Haltestelle gekürzt und dachte, okay, der hält jetzt hier. Und dann ist an der Haltestelle, habe ich dazwischen auch gesehen und so, oh, was ist denn jetzt los? Dann ist er da hinten gehalten, hinter der so Ampelkreuzung. Und dann geht er, ich kann schon immer sich zusammenziehen, weil er ist einfach so durchgefahren. Erstmal ist hier ein bisschen angehalten, um zu schauen, was jetzt los ist, und ist einfach weitergefahren. Obwohl ich so mit dem Ticket gut sichtbar an der Straßenbahn stand. Da muss man auch mich sehen müssen, dass ich 911 ausgestiegen und dann weiter 1920 umsteigen wollte, aber das ist leider nicht, das wollte ich leider nicht machen. Und so muss ich jetzt mit dem nächsten 911 fahren oder mit der nächsten 916 bis nach Ruhrort fahren und von dort weiter mit der Straßenbahn. Alter, ich habe mir überlegt, soll ich lieber Straßenbahn nehmen? Also nee, lieber Bus, denn ich will ja irgendwie A40 fahren. Aber nee, Bus ist einfach abgefahren. Ist einfach vorbeigefahren. Genau, ich kann euch die Stelle mal zeigen. Der Busfahrer dachte, okay, Haltestelle verlegt. Da steht noch Haltestelle verlegt. Aber der hat die Haltestelle übersehen. Und auch ein bisschen ist gestiegen, Haltestelle schon. Erst seit heute. Und genau da hinter der Kreuzung, genau wo hier so ein graues Gebäude ist, genau da hat mich der Busfahrer rausgelassen. Ja, das ist doch nicht so normal. Und wer setzt mir diesen zeitlichen Schaden? Denn ich verliere dadurch so wertvolle Lebenszeit dadurch. Also ich verliere jetzt wertvolle Lebenszeit, komme jetzt halbe Stunde später an. Grundlos. Ich habe keine Schuld daran. Stellt euch mal vor, ich hätte mir ein deutsches Bahnticket geholt. Das wäre meine Zugbindung. Wurde dann nicht aufgehoben, da das der Bussystem ist. Und dann müsste ich mir ein neues ICE-Ticket lösen. Und ein neues ICE-Ticket kann bis zu 200 Euro kosten. Das ist schon krass. Das ist so die so DVG oder NIAG. Die Hauptschule ist ja die so NIAG. Und das hat auch schon mit dem Video hier aus Ruhrort. Hier aus Hochheide. Schön wäre es, dass ich Ruhrort wäre, aber nein, leider nicht.